Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschler und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich wieder ein bisschen Gold losgeworden oder bin ein bisschen Gold losgeworden. Insgesamt waren es 2.250.000, irgendwie sowas um den Dreh. Könnten 100, 200k plus minus sein, genau weiß ich es nicht. Ich kann euch mal meine kleine Berechnung zeigen. Die ich aufgestellt habe, das sind so die groben Summen. Und 175.000 habe ich jetzt noch über, die habe ich nur abgezogen von dem Ganzen. Was uns am Schluss auf 2.250.000 bringt. Das hier ist immer in 1.000 Gold gerendert. Also ich kann euch das zeigen. Auf dem Main habe ich jetzt noch 175.000. Perfekter Start nach Shadowlands rein. Andere schauen, dass sie einen Haufen Gold über haben. Taylor haut erstmal über 2 Millionen raus und hat dann knappe 200k noch auf dem Main, aber ich denke mal, da werden wir mit Shadowlands Start schon wieder ein bisschen Gold machen, dementsprechend ist es nicht das Problem. Gut, für was haben wir das Ganze rausgehauen? Ich habe mir überlegt, da ich ja jetzt im Auktionshaus auch für andere Rüstungsklassen mir Items kaufe, Collection Shop funktioniert ja jetzt unter anderem wieder und ich da alle möglichen Sachen einkaufe, dachte ich mir, es ist eigentlich blöd, wenn ich dann die Berufssachen kaufe, die ich ja sowieso selber herstellen kann, denn der eine oder andere, der meine Videos verfolgt, der weiß, ich habe ja bei Nichterlernt, Shadowlands nehmen wir noch raus. Übrigens, ich nehme das Video noch kurz vor Shadowlands auf, das kommt wahrscheinlich dann sogar nach Release, so als kleiner Hinweis, ich bin noch Level 40, noch zwei, drei Tage vorm Addon. Shadowlands Sachen kann ich mir noch nicht holen, aber ich habe alle anderen Sachen bei Schmied, die man holen kann und ich habe auch alle Rezepte bei Lederer, bis auf Shadowlands, was ja zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht released ist, habe ich mir geholt. Das war ja auch schon mal ein Teil von meiner Waste of Money Videoserie, wo ich halt mehrere hundert, ich glaube, ich habe sogar eine Million für Rezepte ausgegeben. Ne? Darfst du auch keinem erzählen, egal. Und ich dachte mir, komm, ich habe ja Lederer, bin ich ja schon mal hergegangen und habe diese ganzen Sachen für Transmog hergestellt, einfach für mein eigenes Ledertransmog-Zeug. Hier aber nur das Erst-Transmog, also sprich nur, dass ich das Transmog habe und nicht aus jeder ID des Transmog, ne? Wie ich das nenne, Zweit-Transmog, ist zwar jetzt kein richtiger Fachterminus dafür, aber ich nenne es halt so. Und natürlich auch nicht Platte und Kette und Waffen, die ich nicht tragen kann, Schwerter, Äxte und so, habe ich natürlich auch nicht hergestellt. Diesmal dachte ich mir, komm, ich mache diese ganzen Sachen, also ich stelle mir auch die zwei Transmog-Teile her, ich gehe auch noch her und crafte mir das ganze Plattenzeug, das ganze Kettenzeug und ich crafte mir auch die kompletten Waffen. Und ja, das ist dann ein bisschen eskaliert, muss ich gestehen. Ich dachte mir, so eine Million wird es zwar gleich kosten, dann wurden es irgendwann zwei, dann über zwei. Und dann dachte ich mir so, gut, jetzt ziehst du durch. Und das Traurige ist, ich habe mir sogar noch einen Haufen selber gefahren. Wer im Stream ab und an dabei war die letzte Zeit, der hat mich irgendwelche Erze farmen sehen, irgendwelche Mobskirschen dann sehen und Zeug zu farmen. Hätte ich mir das, ohne Scheiße, hätte ich mir die Sachen, die extrem teuer waren, nicht selber gefarmt oder teilweise Barren mit Cooldowns selber umtransmutiert oder gebastelt, oder Leute gesucht, die mir es herstellen können, hätten wir bestimmt die 3 Millionen oder noch mehr gerissen. Also da waren Sachen dabei, ich sag's euch, die richtig teuer sind. Unter anderem habe ich mir auch ein bisschen was kaufen müssen. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und fangen mal hier mit Lederer an. Und wenn wir jetzt hier mal grob durchgucken, das ist jetzt hier Kultiras. Und ganz hundertprozentig habe ich nicht. Und ich zeige euch jetzt mal die Items, die ich nur offen habe. Ihr seht, hier sind ein paar Sachen bei Kette offen und da ist dieses grüne Symbol dran. Das heißt, dass man, wenn man das herstellt, dass es seelengebunden ist. Und wenn ich das jetzt hier mit dem Main herstelle, dann ist es seelengebunden und dann kann ich das Transmog bei einem Kettenschar auch nicht lernen. Also ich müsste einen Schamanen haben, mir da das Rezept holen und dann die Sachen herstellen. Das Problem ist, diese Sachen sind jetzt alle Geschichten, wo man dann diesen Fokus braucht im Raid. Also ich müsste vorher mit einem Schamanen oder Hunter den Raid machen, diesen Fokus mir holen und das Zeug basteln und sowas, beziehungsweise ich glaube mal bei dem weiß ich gar nicht, ob man in den Raid rein muss, aber bei den anderen, bei diesem gibt es ja dasselbe dann nochmal für 8.2 und für niedrigeren Content, wo man dementsprechend dann auch Breath von Bunsandi braucht oder die Blutzellen. Also diese Sachen konnte ich mir nicht herstellen, weil das bedingen würde, dass ich halt mit dem Char dann, also mit dem Twink-Char, dem Kettenchar auch noch das Zeug habe. Das ist bei Platte auch noch offen, aber die ganzen anderen Sachen habe ich mir versucht zu holen, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Also hier habe ich mir alles gecraftet, bis auf die Sachen, die halt seelengebunden sind und dementsprechend ja bedingen, dass ich mit dem Kettenschar auch in den Raid gehe. Das werde ich dann tatsächlich machen, wenn das Addon draußen ist und ich mir mit einem, vielleicht einem Hunter oder einem Schamanen da ganz easy durch Uldir durch kann, das Zeug sammeln kann, dann auch die Rezepte hole
und das dann hochballert. Die haben wir leider nicht dabei, aber ich habe mir viele andere Rezepte gebastelt, die auch, wo man auch Items herstellen kann, die beim Aufheben gebunden sind und dann dementsprechend ja mit einem Hunter nochmal das Rezept geholt, nochmal ein bisschen den Beruf hochgeskillt und dann die Sachen gecraftet. Das werde ich jetzt euch unten nochmal zeigen. Also, das ist einmal Kultiras, dann haben wir hier verheerte Inseln und ihr seht, hier habe ich wirklich alles, tutti completi, aber da ist halt auch nicht sonderlich viel zu craften. Dann Draenor, da war schon, ja, da ist auch nicht so viel, das ist eigentlich auch übersichtlich. Dann Pandaria, das war ein Haufen Stuff. Diese Belgien, ne? Ich sag's euch, ich habe den kompletten Server leer gekauft, da kann ich mal durchscrollen. Man kriegt hier diese Rezepte. Ist der Kack, dass man eins täglich kriegen kann. Ihr seht, wie viele es sind. Und das Blöde ist hier, dass die teilweise klassenbezogen sind. Das ist nur Schamane, nur Druid oder Monk. Das ist wieder nur Schamane. Also gibt es alles Mögliche. Auch dann wirklich welche, wo dann nur Schurke ist oder so. Manche sind dann wieder für alle drei Klassen. Also das ist echt ein bisschen ätzend. Und hier waren auch einige Sachen dabei, die dann seelengebunden sind, wenn man sie aufhebt. Und das sind dann halt auch wieder Sachen, wo ich dann mit einem Twink, habe ich auf der Hordenseite mir noch einen Char gebastelt. Und dementsprechend das hergestellt. Dann können wir bei Kataklysmen reinschauen. Und ihr seht, auch da haben wir alles fertig. Das waren auch tatsächlich die Sachen, die gingen. Teuer wurde es dann hier bei den älteren Sachen. Nordend und abwärts, da wurde es teuer. Da musste ich mir auch einiges selber farmen. Vor allem, ja, wenn man das dann in Massen kauft. Hier geht's noch, da kosten Leder mal vielleicht 60, 70 Gold, die Ionenteile mal, ja, auch so 50, 60 Gold, das geht echt noch, ja. Aber sobald wir dann in den niedrigeren Content noch kommen, wird es dann richtig teuer. Vor allem auch hier, wenn man sich diese komischen Bälge noch kaufen muss, wo war es hier gerade, arktischer Balg, die sind halt leider auch relativ teuer. 250 Gold, dann irgendwelche bestimmten Schuppen werden dann auch teurer. Und was ich gefarmt habe, ist so Wurmschuppen, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Die musste ich auch farmen, weil die nicht mal im Auktionshaus waren. Also das war auch ein bisschen ätzend. Jetzt können wir hier mal nochmal komplett runterfahren. Dann kommen wir jetzt hier zur Scherbenwelt. Und ab hier wurde es richtig teuer, weil hier die Kobra-Schuppen habe ich dann einige gebraucht. Ne, seht ihr, 250 Gold. Teilweise waren, es sind nur 4 Auktionen drin, teilweise waren die auf 600 Gold oben. Dann habe ich mir teilweise da selber welche gefarmt. Oder dann ist halt das Problem, dass diese Ur-Mana, Ur-Leben oder Ur-Feuer, dass die sehr, sehr viel Gold kosten. Ja? Oder teilweise dann gar nicht mehr im Auktionshaus waren, weil ich halt solche Massen gebraucht habe. Ihr seht halt, wie viele Items das hier sind. Dass das, ja, dass ich dann halt einfach selber lostigern musste und diese ganzen verschiedenen Ur-Geschichten farmen musste. Und dann haben wir natürlich auch so Sachen wie hier, seht ihr, Ur-Macht, kostet halt jetzt hier auf dem Server 5000. Ich habe zum Glück mir einen Char selber geholt. Und habe die selber transmutiert und habe dann nur einen Bruchteil davon gezahlt. Dann habe ich auch noch Transmu-Alchi gelernt und dementsprechend habe ich dann auch noch ein paar Procs bekommen. Ich glaube, ich habe irgendwie 120, 130 Uhr Macht hergestellt, ne? Oder hier das Grolluf-Leder habe ich mir auch selber gefarmt, weil 600 Gold pro Grolluf-Leder wollte ich auch nicht zahlen. Oder hier diese Windschuppen, die kosten auch über 500 Gold und sind jetzt auch nur 9 drin. Ich habe, glaube ich, 100 irgendwas gebraucht. Also da war auch dann relativ viel Farmaufwand drin, aber das Zeug haben wir auch alles fertig bekommen, wie ihr seht. Und das Letzte, was dann hier noch ist, ist Classic und dort ist es halt auch so, dass es saumäßig teuer ist, vor allem bei ganz seltenen Ledergeschichten und oder vor allem so Mats hier, die Wildranken. Ne? Ihr seht, eine Wildranke kostet 800 Gold. Dann habe ich mir geguckt, warum das so teuer ist, ob ich das selber farmen kann. Wir haben Kommentare gelesen, teilweise die Wildranke hat nur noch eine Dropchance von 0,5% aus so einem lila Lotus raus. Also irgendwas hat Blizzard da umgeändert und du kriegst es halt einfach nicht. Also da geht halt richtig die Kohle raus. Und hier ist es jetzt aber so, dass ich noch ein paar Geschichten offen habe, die ich nicht habe. Und zwar hier einmal eine Schulter, ihr seht an dem X, das habe ich nicht. Das braucht dann einfach Mats, die aus dem Spiel removed wurden, die kriegt man nur aus dem alten Zul'Gurub, ne? Diese Mats hier. Dementsprechend kriegst du das Ding nicht, ne? Also da kostet alleine das Leder, wenn es im Auktionshaus wäre, das letzte Mal, wo es drin war, war ein Leder für 30.000 drin, weil man die halt nicht mehr kriegen kann. Und da gibt es halt leider ein paar so Items. Hier das auch, das braucht auch dieses Leder, ne? Oder hier haben wir noch eins, da braucht man so Drachenschuppen, die gibt es leider auch nicht mehr. Hier braucht man so Fledermausleder, das gibt es auch nicht mehr, das war auch ein ZG. Das sind so Sachen, auch die Rezepte gibt es eigentlich nicht mehr, aber da ich den Char hier schon sehr, sehr lange habe, ich glaube Burning Crusade, da gab es nämlich
die alten Classic-Sachen noch und dementsprechend habe ich da noch die alten Rezepte, kann aber leider die Sachen nicht herstellen, weil es die Mats schlichtweg nicht im Auktionshaus gibt, ne? Alles removed. Und das sind die Geschichten, die jetzt quasi noch fehlen. Das sind, glaube ich, 5, 6 Items, die ich leider hier nicht habe. Sonst habe ich alle, bis halt die ganz aktuellen, die seriengebunden sind von den anderen Rüstungsklassen, wie zum Beispiel Kette. Genau. Sonst haben wir alles hergestellt. Sogar, was ich mir auch geholt habe, ich kann euch das mal zeigen, blaue Drachenschuppen. Und das hat mich nochmal richtig viel Kohle gekostet, denn diese blauen Drachenschuppen, ihr seht hier 17.000 für eine Drachenschuppe, die sind theoretisch noch im Game, aber praktisch nicht farmbar. Früher gab es die von allen möglichen Drachen, blauen Drachen, die rumfliegen. Gibt es jetzt aber kaum mehr welche. Ich glaube, es gibt insgesamt noch drei blaue Drachen oder drei Quellen, wo man blaue Drachenschuppen kriegen kann. Die erste Quelle ist, oder die ersten beiden Quellen sind zwei Rare Mobs in Winterquell, die halt eine Drop-Chance von 1% oder drunter, glaube ich, haben, so eine Drachenschuppe zu droppen. Und die haben halt eine relativ lange Respawn-Zeit. Also da kannst du es nicht effizient farmen. Und das andere ist von Chromagos oder Chrominius oder wieder. Ne, Chromagos heißt der. Chrominius ist das Pet aus BWL. Und ich habe den umgehauen ein, zwei Mal und es ist keine Drachenschuppe gekommen. Dann dachte ich mir, fuck off. Ich versuche mir die irgendwie zu holen. Habe dann geschaut, auf was für einem Server die drin sind und habe mir dann die Items gekauft. Ich glaube, den Gürtel habe ich, glaube ich, für 25k hier auf dem Server gekauft. Die Brust habe ich mir dann, glaube ich, für 80.000 auf einem anderen Server geschossen. Und dann gibt es nochmal, glaube ich, die Hose für 40.000. Oder habe ich die Hose? Ich weiß nicht, also irgendwie so. Ich glaube, 25, 40 und 80.000 habe ich für die Items ausgegeben. Ist jetzt viel Gold für eine Sache, die noch drin ist. Aber wenn ich halt sehe, wie kacke ich an die Schuppen rankomme, war es die bessere Entscheidung. Ich hätte stundenlang versuchen können, da irgendwas zu farmen. Ich glaube, das war effizienter, die zu kaufen. Also das war nochmal eine sehr beschissene Sache, da an das Zeug ranzukommen. So, und das andere, was wir auch gemacht haben, ist Schmiedekunst. Und ich würde fast behaupten, dass das teurer war, ja, weil einfach die Erzgeschichten ätzender an sich sind. Und zwar, was wir jetzt hier so haben, ist einmal, ja, ist einmal wieder Kultiras. Und ihr seht, hier ist es dasselbe wie bei Lederer. Ich habe jetzt hier die Items, sind alle leider beim Aufheben gebunden, ne? Da müsste ich dann halt wieder mit einem Worry dementsprechend diese Sachen freischalten. Hier diesen Fokus, beziehungsweise bei den anderen müsste ich halt Breath of Bonsandi mit einem Plattenchar haben und oder hier auch die Blutzellen, ne? Und das habe ich leider nicht mit irgendeinem Plattenchar und das mache ich dann halt, wenn das nächste Addon rauskommt. Aber alle anderen Sachen habe ich gecraftet und zu den Twinks geschickt gehabt. Dann verheerte Küste. Da seht ihr, haben wir auch alles fertig. Tutti completi. Halt, wir sind schon Trainer hier für Verheerte Küste. Das ist auch tatsächlich nicht viel. Da kann man ja auch keine Waffen herstellen. Und eins war relativ teuer noch. Hier, das Teil hier ist ein Legendary, das man sich herstellen konnte. Da musste man da so eine Quest machen. Ich hatte damals auch einen Haufen von den Dingern auf der Bank liegen, hab die aber nicht mehr. Da muss auch ein bestimmtes Gebäude dann an der Verheerten Küste aktiv sein. Und dann dachte ich mir, was soll ich da drauf warten? Soll ich selber machen? Da dachte ich mir, scheiß drauf. Ich suche mir auf irgendeinem Server das günstig raus und hab's dann auf irgendeinem englischen Server, ich glaube Stormscale, habe ich mir das Ding dann für 25k gekauft. Klar, ich hätte es mir selber herstellen können, ich habe die Blut von Sargeras und alles, aber bis ich gewartet hätte, bis hier die Quest wieder ab ist und ich dann die komplette Quest durchgebastelt habe, dachte ich mir, komm, das kaufe ich mir auch. Also das habe ich mir auch gekauft, nicht selber gecraftet, aber dass ich da zumindest komplett habe. Dann Draenor war eigentlich jetzt auch nicht viel Aufwand, da ist nicht viel drin. Pandaria, da seht ihr halt hier, sind halt ewig viele, viele von diesen Rezepten wieder, wo man die Geistereisenbahn braucht. Das ist das gleiche wie bei dem anderen, wo man dann hier diese PvP-Rüstung hat, wo man jetzt nur ein Paladin anlegen kann oder nur ein Worry. Also da musste ich mir dann teilweise auch Chars stellen, Klassenproben, dass ich alle Klassen abdecken kann. Ne? Und hier beginnt es halt schon teuer zu werden, weil ihr seht, die Items brauchen dann lebendiger Stahl, kostet halt ein blöder Stahl schon mal 600 Gold und da wird es dann halt leider richtig teuer. Und jetzt können wir hier mal durchscrollen, das sind diese ganzen Plattensachen, also richtig viel Stuff. Hier ist aber eine Geschichte, die ich noch nicht fertig habe, und zwar Waffen. Und hier gibt es nämlich Waffen, die brauchen diese Donnerstahlbahn. Und diese Donnerstahlbahn, der kannst du immer nur einen am Tag bauen. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen, wo ich jetzt hier das mit Berufen gemacht habe, angefangen, mit mehreren Chars das zu lernen. Und zwar insgesamt haben jetzt 5 Chars die Möglichkeit, diese Donnerstahlbahn herzustellen. Und ich muss jetzt halt über die nächsten 25 Tage sind es insgesamt, die herzustellen. Denn hier bei diesen Waffen ist es immer so, dass ihr eine erste Variante habt. Zum Beispiel, wir können uns jetzt mal eins angucken.
Zum Beispiel hier dieses Schwert, das ist die Zehner und wo ist die, oder wie heißt denn das, Wächter? Wächter, ah ja, hier, da können wir es uns mal angucken. Hier ist es immer so, dass ihr so eine erste Variante habt für 5 Marken. Seht ihr, da sieht das Schwert so aus. Dann gibt es eine zweite Variante, wo man die erste wieder braucht, die kostet dann 10. Die können wir uns auch mal angucken, die ist dann ein bisschen cooler. Und dann brauchst du die zweite Variante und 15 Bahnen, dann kannst du das letzte bauen. Die ist dann halt noch cooler. Und da gibt es halt alles Mögliche, ne? Von Waffen. Und ich habe die meisten schon hergestellt, aber die, die ich mit dem Main nicht tragen konnte, die habe ich natürlich damals nicht hergestellt. Und die versuche ich jetzt halt mit Warri und Pala mir zu craften. Ich habe jetzt vor, mit dem Druid mir die 4 Waffen, die ich noch brauche, die erste Variante herzustellen, schick die dann auf die 4 anderen Chars, die ich mir jetzt gemacht habe für die Berufe, ne? Und lerne dann die Waffe und dann kann er nämlich die zweite Variante herstellen und hat sich halt auch schon Barren gefarmt. Und am besten 25 Barren, weil ich brauche dann einmal 10 und einmal 15, also 10 für die zweite und 15 für die dritte Version. Das ist so ein bisschen der Plan. Und hier wird wahrscheinlich dann auch nochmal Gold draufgehen für die ganzen Barren, weil ich halt nochmal einige von den lebendigen Stahl brauche. Wahrscheinlich werden dann die nächsten 70, 80k dafür nochmal draufgehen. Also da werde ich knapp noch 100k wahrscheinlich haben. Ja, Geistharmonie geht jetzt eigentlich von den Preisen her. Also das ist auf jeden Fall noch in Planung, aber das konnte ich nicht gleich herstellen, weil das Zeit braucht. Und ja, aber Char Setup ist auf jeden Fall schon gemacht. Und wie gesagt, mit dem, dass ich es jetzt auf 5 Chars insgesamt verteilt habe, habe ich es innerhalb von, jetzt sind es noch, glaube ich, 20 Tage. Ich habe jetzt schon 5, glaube ich, hergestellt auf jedem Char. Genau, also das ist noch offen. Dann Cataclysm. Ja, da kann ich euch auch sagen, dass das eine teure Angelegenheit war. Alleine hier die ganzen flüchtige, wasserflüchtige. Feuer und so, das zusammen zu kaufen, dann hier echt Gold mit 1000 Gold für eins. Also da habe ich richtig, richtig was reingelatzt. Und hier geht's jetzt eigentlich gerade, sehe ich. Der Elementium-Bahn ist relativ günstig mit 50 Gold. Ich hatte aber teilweise auf anderen Servern musste ich einiges zahlen. Vor allem hier für das Gehärtete seht ihr 800 Gold für einen Bahn. Und wenn du da ein paar hundert brauchst, dann geht das natürlich schon richtig ins Gold. Hier habe ich alles hergestellt. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe mir sowohl einen Hunter mit Kette gemacht für die seelengebundenen Items, als auch noch einen Warri, wo ich auch den Beruf nochmal so weit hochgebastelt habe, beziehungsweise die Rezepte kaufen musste. Also einiges ging dann auch nochmal in Rezepten rein, die relativ teuer waren, also für diese ganzen seelengebundenen Sachen. Das müsst ihr auch noch berechnen. Ich habe jetzt nicht nur einfach alles hergestellt, sondern ich musste teilweise noch Twinks so weit hinrichten, dass. Hinrichten klingt falsch jetzt, aber Twinks so weit hinbasteln, bis ich die Sachen auf denen dann auch herstellen kann. Ne? Und jetzt gucken hier Nordend, das war richtig teuer. Nordend war richtig teuer. Seht ihr, Titanstahlbahn, 800, teilweise 1000 Gold sogar für einen scheiß Barren. Und da seht ihr, wie viel man da braucht. Also auch nicht so günstig. Da haben wir auch alles gebastelt. Und Scherbenwelt, ich glaube, das teuerste überhaupt ist Scherbenwelt. Schmied hier, gehärteter Koriumbahn, 5000 Gold. Dann kannst du noch die ganzen Uhrzeug dir holen, dann die normalen Koriumbahn auch schon über 1000 Gold. Hier brauchst du einfach 20 Koriumbahn, 20 Koriumbahn. Da könnt ihr euch rechnen, da stellst du ein Item her und bist 30.000 Gold pro Item los, ne? Oder dann hier noch, oh, macht nochmal 5000, hier das Item, Herstellkosten. Warte mal, das ist noch keine 100. Ah ja, nee, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Crafting, Herstellkosten. Ja, das ist einiges. Theoretisch könnte man sowas auch verkaufen, ne? Aber bis du das halt los wirst, ist es halt so eine Sache. Und hier die ganzen Sachen habe ich mir auch gecraftet. So, also ich glaube, von den 2,25 Millionen ist das meiste tatsächlich hier im Burning Crusade-Bereich, ne? Und dann können wir auch noch Classic schauen. Und hier waren auch viele teure Sachen dabei. Auch die Kacke, dass ich alles, was Dunkeleisenbahn braucht, musste ich dann hier zu der blöden Schmiede in den Schwarzfelstiefen gehen. Das war auch ein bisschen blöd. Ja, oder man braucht dann verzauberte Thoriumbahn oder halt einen Haufen Akanitbahn. Warum sind die ganzen. Wisst ihr, was mich gerade ärgert? Ich hätte das lieber übers Addon verteilt machen sollen und nicht alles auf einmal kaufen, weil als ich das gekauft habe, waren die Preise von dem ganzen Zeug teilweise absurd hoch, liegt aber vielleicht auch daran, weil ich den kompletten, weil das komplette Auktionshaus aufgekauft habe, weil ich halt hunderte von Items hergestellt habe. Ne? Hätte man vielleicht
bisschen cleverer machen können, aber ich wollte es fertig kriegen vom Add-on tatsächlich. Jetzt sehe ich nämlich gerade, dass einige Preise doch wieder, ich glaube, ich habe die Barren noch für 600, 700 Gold gekauft, sind hier teilweise welche für 400 drin. Ich schätze mal, sind vielleicht nur ein, zwei und danach werden es halt wieder die teureren Sachen sein. Deswegen trügen die Preise immer so ein bisschen. Ich habe ja leider nicht nur ein, zwei gebraucht, sondern hunderte von den Sachen, ne? Und auch das haben wir alles hergestellt. Hier vor allem im Classic-Bereich war es halt teilweise ätzend, weil ich manchmal Mats gebraucht habe, die blöderweise gar nicht im Auktionshaus waren oder Mats, die seelengebunden waren. Ich musste zum Beispiel auch nach Düsterbruch rein und mit meinem Worry, oder war das, doch, das war ein Worry, mit einem Worry-Twink musste ich in Düsterbruch irgendwelche so Dämonen-Runen farmen und sowas. Also richtiger Mist, weil das halt seelengebundene Items, also das Item zum Herstellen ist seelengebunden und die Mats sind auch seelengebunden, also musst du wirklich selber farmen gehen. Und ja, da ist sowohl viel Gold als auch viel Zeit reingeflossen, aber wie ihr seht, hier haben wir alles jetzt. Bis auf die Waffen hier, wo wir diese Donnerstahlbahn brauchen. Wie gesagt, in 20 Tagen sind wir durch. Und dann sind es nur noch die aktuellen BFA-Sachen, die halt auch seelengebunden sind, wo ich halt die Raid-Mats brauche. Das mache ich dann aber in Shadowlands, weil ich, wie gesagt, da wahrscheinlich das easy farmen kann. Im Lederer war es ja so, dass mir selbiges die Raid-Sachen fehlen und die paar Geschichten im Classic-Bereich, die ich aber wahrscheinlich nie craften werden kann, weil die Matzen einfach nicht mehr im Spiel drin. Gut, das war es eigentlich soweit dazu. Ich habe mir auch noch ein paar Sachen von Ingi hergestellt, ein paar Ingi-Brillen, aber da sind wir weit von weg, dass wir alles von dem Beruf haben. Die zwei größten Berufe, würde ich mal sagen, habe ich damit abgehandelt. Also das meiste Transmog gibt es halt bei Schmied und Lederer, weil Schmied einfach alles Platte plus paar Kettensachen und die Waffen hat und der Lederer hat halt Kette und Leder drin und ja, ich glaube Schusswaffen sind auch noch ein paar drin und die anderen Berufe, das einzige größere wäre jetzt noch Schneider, das hat halt nur Stoffsachen drin. Ingi hat noch wenige Items, Juve, VZ, die haben noch ganz, ganz wenige, aber die zwei großen Blöcke habe ich weg. Vielleicht werde ich jetzt demnächst nur die anderen Berufe ein bisschen machen, wobei ich glaube vor Shadowlands nicht mehr, weil ich muss jetzt meinen Geldbeutel ein bisschen schonen, haben doch einiges rausgehauen und naja. Ja, das war's jetzt soweit von dem, was ich euch zeigen werde. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich wieder ein kürzeres Video sein, diesmal ein bisschen ausführlicher, weil ich euch da auch ein bisschen zeigen wollte, was ich mir jetzt alles gebaut habe. Gut, das war soweit die kleine Übersicht zu meinem Waste of Money, diesmal in der Berufsedition. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.